Ich sag da heute einfach mal nichts mehr zu. Wir gehen weiter. Willkommen zurück, South Park, The Stick of Truth. I'm not changing you back. I don't care what you do to me. Oh, jetzt kriegen wir dich. Du blöder Wichtelhexenmeister. Ich will mich zurückverwandeln. Komm her. Oh Gott, nein, 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 nein. Komm nicht her, komm nicht her. Nein, 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 nein. Oh, Kacke. Oh mein Gott. Oh nein. It's time for some real underpants magic. Nein, es ist nicht. Es ist Zeit. Es ist Zeit, woanders hinzugehen. Mach mich einfach wieder groß und dann können wir hier weg, okay, Kumpel? Hier. Hier, bitteschön. Wir schneiden dir gleich erstmal die Eier ab und meinem Paddeln auch, damit ich mir das hier nicht mehr angucken muss. Dankeschön. Tut mir echt leid, Mr. Underpants genommen. Hier kommt der Kampfbogen. Tut mir jetzt echt leid, dass das sein muss, aber das muss jetzt leider sein. Tut mir echt sorry. Here comes some serious shrinkage. Was? Nein, meine Unterhosen schrumpfen? Du kannst doch nicht meine Unterhosen schrumpfen. Nein, meine Unterhosen werden nicht geschrumpft, Kumpel. Alter, wie viel Schaden hat das denn gerade gemacht? Der ist halb tot? Das ist ein Bosskampf und ich hab den gerade halb getötet. Ja, dann kann ich mir jetzt nochmal eben einen Mana-Trank... Mana-Trank hier, so ein Burrito kann ich mir reinpfeifen. Gegenstand Burrito. Yeah, Burrito. Und dann kann ich mal gucken, was ich hier noch so kann. Der verstohlene Quietscher braucht 80 Mana. 60, sehr... Schweinebärmann, ja, los. Hopp. Was, tiefer Hänger? Was? Wie? Das war viel zu knapp. Und der soll sich mal rasieren, der Mann. Das hast du davon, Unterhosenhexer. Alright, alright, you win. Take this. Take it. You can grow smaller big whenever you feel like it. All we wanted was to collect underpants to stop the Taco Bell from releasing its toxic green goo into our underground world. You see, the green goo is actually... Guten Morgen, South Park. Die neuesten Mitteilungen. What the friggly fig fag? Ich fühle mich scheiße. Besiege die Unterhosenwichtel. Schön. Hier liegt noch Zeug von denen. Hey. Tippe Q an, Mr. Stu auf Wichtel. Okay, warte. Was haben wir denn hier? Hi. Since a lot of our best guys are dead by your hand, can you help us collect underpants? We just need a few more to hit our quota. Ja, bitte. Holy shit, you did it! This goes a long way toward making up for killing all our fucking friends. Kein Ding. Hör mir jetzt mit Unterhosen nicht, meine Freunde. Ich hatte ja schon die Unterhosen. Passt, neue Quest Phase 1. Unterhosen sammeln haben wir erledigt. Haben wir erledigt. Siehst du, sag ich doch. Was wollen wir denn jetzt machen? Wir hätten jetzt irgendwie eine neue Quest, Bündnisse schmieden. Du hast einen neuen Freund, den Unterhosenwichtel. Bündnisse schmieden. Triff dich mit Kyle in seinem Hof, um einen Plan zu schmieden, den Stab von Clyde zurückzuholen. Finde möglichst viele Freunde in South Park und darüber hinaus, um Clyde und seine Armee der Finsternis... Okay, wir brauchen jetzt viele Freunde. Das ist gut. Neue Nachricht von Kyle. Triff dich mit Kyle. Alle Krieger von Saron und Lanien werden zu einer Notfallversammlung gerufen. Meldet euch sofort im Elfenwald. Okay. Sammle 5 Unterhosen haben wir erledigt. Liefere die Unterhosen haben wir auch erledigt. Okay. Und dann können wir. Aber wir können uns jetzt auf Wichtelgröße schrumpfen, ja? Da, der Wichtelstaub. Ah. Das ist ziemlich cool, damit können wir noch mehr in der Stadt erkunden. Das wollen wir doch mal machen. Los geht's! Moin! Mutti, Fati, hi! I hope your new friends are well behaved. Go play with your new friends today. Hä, ich dachte, wir hätten Dad schon. Ich dachte, wir hätten Dad. Na, dann haben wir ihn jetzt wieder. Komisch. Komisch, komisch. Ah, dann war das wahrscheinlich in einem Speicherstand verloren gegangen. Egal, jetzt haben wir... There's an emergency meeting at the Elven Forest. Ich weiß, Stan. Aber Stan, wir haben noch viel mehr zu erledigen. Weißt du, ich habe jetzt, glaube ich, alle Fähigkeiten, die ich in diesem Spiel kriege. Weil klein werden ist eine super Sache und damit können wir jetzt echt eine Menge machen. Ich zeig dir das. Hier ist Koopa Keep, da wollen wir nicht hin. Komm mit Stan. Ey, wir können jetzt zu dem da hinten hin. Moin. Ey, Stan, du bist auch klein? Hallo. I've been discovered.
You must teach me to see as you do, human. Ach ja, ach ja, ach ja. Wir haben dich entdeckt, Kumpel. Das war jetzt ein neuer Freund, das ist nämlich schon mal eine gute Sache. Aber wir können damit bestimmt noch sehr viel mehr machen. Schauen wir uns mal ins Hauspark um. Not bad. Siehst du? Mr. Broflovski findet das auch geil. Hallo, na Kindergarten-Kinnies? Alles frisch? I heard some kids trash the school last night. Ja, das waren wir. Dankeschön. Sehr stolz drauf. Neue Nachricht von Kyle. Okay, allesamt, neue Regel. Keine Kämpfe mehr im City Walk. Mr. Kim hat sich bei unseren Eltern beschwert und zwei Waldläufer am Hausarrest bekommen. Okay, keine Kämpfe mehr im City Walk. Verstanden. Foto Dojo. Gibt's da drin was? Ich meine, da gab's noch nie was bis jetzt, aber vielleicht, wenn wir jetzt uns schrumpfen können oder irgendwas anderes. Gehen wir hier mal rein. Hi. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Ist immer noch nichts. Ein scheiß Foto-Dojo. Da war aber ein schönes Foto von dir, Stern. Muss ich ja mal sagen. So, abtreiben müssen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt nicht mehr Butterfly als Begleiter. Das heißt, ich habe keinen Bedarf mehr abzutreiben. Nicht wahr, Inspektor Furzkrücke? Okay, people, nothing to see here. There's a much better view down that way. Ja, 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 ja. So, ich glaube, hier drin war noch dieses Gin-Pokémon, wo wir in diese eine Ritze kriechen. Ja, eine Ritze kriechen. Ja, können wir gut. Ja, können wir jetzt mal machen. Gin-Pokémon. Verflixt, nein. Nach Kanada kommen wir, indem wir immer nach Norden gehen. Ja, das dachte ich mir fast. War das dann hier im Post-Office? Nee, aber im Post-Office können wir noch Sachen aufschließen. Da war was. Dann gehen wir da jetzt mal gucken, was wir in der Post noch kriegen können. Es gibt noch so viel, was wir jetzt einsammeln können. Müssen wir mal machen. Ja, so viel mitnehmen wie geht. Ja, was haben wir denn hier? Mackies Schlüssel, Geld, kleine Batterie und so. Ist alles ganz schön. Ist das nicht so pralle? Und hier, aber Chefkochs alter Postfachschlüssel. Lila Farbe, Geld, eine Afro-Perücke und eine eiserne Bratspieße. Angriff im Nahkampf machen 100 extra Schaden. Wir haben die eisernen Bratspieße. Wie kommen wir denn zu dem kleinen da hoch? Gibt's hier irgendwas? Gehen wir mal rein. Vielleicht kommen wir hier irgendwie aufs Dach. Vielleicht... War das hier? Warte, wir nehmen den Staub durch die Nase. Vielleicht kommen wir aufs Dach, indem wir hier durchgehen. Was haben wir hier noch? Imperialer Bart fechten. 20% Schaden durch einhändige Waffen. Ach, und jetzt kommen wir hier hoch, genau. Und dann können wir auch ihn hier, ja? I am a bandit waiting to ambush rich adventurers and steal their gold. Please don't tell on me. Okay, okay. Weil wir wegen dir einen Vorteil erhalten haben, sowieso nicht. Bist ein Kumpel. Aber nur komisch aussiehst du die ganze Zeit auf dem Dach rumhockst. Ja, man findet da auch nicht wieder raus, ich weiß das. Ich war da schon oft genug drin. So, aber jetzt erstmal Fähigkeiten, Vorteile. Was haben wir denn hier? Größeren Schaden, wenn du schwer verletzt bist. 2 MP, wenn du einen heilenden Gegenstand bewirke. Zusätzlichen Schaden bei Feinden, die angewidert sind. Bewirkt Schaden bei betäubten Zielen. Rutschen lassen. Debuffs halten weniger. Trauernder. Schützt meine Eier. Pyromane bei brennenden Feinden. Ah, wir zünden Gegner doch oft an. Dann machen wir das so einfach mal. Moin. Yeah, komm Stan. Komm, Mini-Stan. Wir machen noch die Quest von der Bürgermeisterin offen. Irgendwo muss hier noch ein Obdachlosencamp sein. Police Station. Vielleicht in der Polizeistation, dass ich da so ein Obdachloser... Oh, mal reingehen. Hallo, Polizei. Hört sich der Furz eigentlich an, wenn ich jetzt furze. Excuse you. Dass sie das nicht wundert, dass ich hier so irgendwie 30 cm hoch bin. In South Park, da wundert keinen mehr irgendwas. All I did was ask the guard about Gorditas and he put me in a chokehold. Jeez. Look, I got Nazi zombies to deal with. Most of my men are dead and the mayor's breathing down my neck. Whatever you want, it'll have to wait. Hey, was? Wait, you look pretty tough. How would you like to see what it's like to be a real police officer, huh? Kill some bad guys? Na klar. Okay, kid. All you gotta do is kill a bunch of Nazi zombies and bring me the rings off their fat German sausage fingers. You get enough rings, I'll see about getting you an honorary job on the force. Nehmen wir Nazi-Zombie-Kopfgeldjagd. Woo! Den kriegen wir ihn bestimmt als Freund, ne? Wir müssen ja noch mehr Freunde sammeln, das ist ganz gut, weil wir haben zwar schon viel... Das ist ein Nazi-Zombie. Bank! Nazi-Meets! Ja. Das war eine Nazi-Meets. Hände hoch, hat er gesagt. Nix Hände Alarm! Hoch. Alarm! Alarm! Blinky! We know we're gonna win. Can we skip this? Im Grunde hat der Herr vollkommen recht. Nazi-Zombie-Kätzchen! Moin! Was denn? Und du kriegst ihn hier? Ouch! Nazi-Zombie-Biss? Nein! Scheiße! Nein!
Ah! Ach du Liebe! Der kriegt. Der kriegt. Autsch! Und wie machen wir dem ja keinen Schaden, ne? Ah, die Debuffs sind. Die erledigen das schon. Stan haut ja Schaden. Ja! Scheiße! Ja, scheiße, macht Schaden. Hat eine Sprenggranate, hat der. Ach! Wo nehmen die denn her? Ich meine, nur weil sie jetzt Nazis sind, heißt das nicht, dass sie irgendwie Granaten kriegen. Mein Unleben! Oh, Kacke. Mein Gott! Level 14! Mensch, das wird ja immer besser. Hier Nazi-Ring haben wir. Nazi-Ring, 1 von 5. Der hatte keinen, hat die Miezen-Nazi-Ring. Nazi-Miezen-Ring haben wir. Fähigkeiten, Level 14. Du kannst während deiner Runde einen zusätzlichen Plage. Ah, das klingt doch gut. Können wir alle 4 Plagen machen. Unterhosenhelm, Wichtelhelm. Ist alles ganz nett. Haben wir irgendwas für Level 14? Nee. Nee, haben wir nicht. So sollten wir auch was für Level 14 haben. So, aber wir könnten theoretisch mal gucken, haben wir jetzt hier was für Level 14? 10. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Vielleicht haben wir ja hier was Schönes. 7, 5, 4, nee. Wichtelkleidung. Haben wir denn hier was für Level 14? 11, 7, 8. 5, 13, 4, 11, 3, 7, Ich kann ganz doll fehlen. Ja, hier, warte, Level 14. Pupon ist Herzabzeichen. Du hast 250 DP, wenn du geheilt wirst. Das ist ganz nett, aber... 250 ist nicht mehr so viel. Wir haben inzwischen 4000. Oh mein Gott, you're so cute. Gross! Die Stan ist geil findet, ne? Nur mal dahin. An die Stuhle und dann gehen wir hier auch nochmal quer nach rechts. Ist hier noch irgendwas? Stan, wir brauchen da eine Hefe. Wo ist denn hier mal noch was? Ich finde hier auch echt nichts mehr, was uns irgendwie weiterbringen könnte. Und wo ist verdammt nochmal dieses letzte Obdachlosencamp? Bumm! Staub! Einfach nach rechts. Einfach nach rechts, einfach nach rechts, einfach nach rechts. Denn rechts ist unsere Richtung. Denn hier sind überall Nazi-Zombies unterwegs. Einfach nach rechts. Einfach nach rechts, einfach nach rechts. Da ist ein Loch im Zaun. Das habe ich nämlich gesucht. Ich wusste, dass das hier irgendwo ist. Ah, was haben wir denn hier? Hexenhandschuhe. Fee Lolita-Perücke. Dunkelrosa und Schlafzimmer von Stolys Eltern. Stoli war... War das hier? Kevin Stoli? Nein. Schlafzimmer von Stolys... Wer waren Stolys Eltern? Das... Warte, war Kevin Stoli... War das nicht der Star Trek-Junge? Hat der hier gewohnt? Ja, das war Jimmys Haus hier, wo die Tür eingebrochen ist, oder? Ja. Giggling Donkey. Wo sind die Eltern eigentlich? Haben sie die geopfert, ja? Aber... Die haben das M-Wort benutzt, dann mussten die Eltern weg. Ist hier hinter ein Weg? Nee, ist hier? Hier. Ah, guck mal hier. Da hinten sehe ich, habe nämlich gerade diese Straße gesehen und deswegen habe ich gedacht... Ah, hier ist noch... Ah, was hier ist. Lil! Mal gucken! Habe ich hier entdeckt, habe ich. Wichtel die Dichtel. Wartes Pferdeherren, Metallgriff. Waffen mit... Oh, 100 Schaden. Ja, kommst denn? Oh! Verdammt den Öko-Fritzen! Na, warte. Ich hab euch! Ihr blöden Obdachlosen! I'm over it. Oh. Stan? Obdachlosenklatschen, jetzt! Kann es sein, dass sie mit unserem Level skalieren? Ich habe das Gefühl, dass die auch stärker werden, die Obdachlosen. Die waren mal richtig schwach, das weiß ich noch. Na gut, sind sie immer noch. Wir machen sie relativ leicht und schnell kaputt hier. Ja, mit seinem blöden Bordsteinkick. Weißt du, wer die Bordsteinkicks auch kann? Die Nazi-Zombies. Denk mal drüber nach, du Assi. Erneut angreifen. Schweinebär-Mann! Schweinebär-Mann!
Und Stanny Boy. Hau raus. Aufgetanzt? Oh oh. Da ist er wütend, ist er. Und Stanny Boy. Attacke. Und ich. Und ich. That's not nice. That's not nice. Ah, der hat so viel Rüstung. Ich sehe das gerade. Der hat 2000 Rüstung. Na komm, stirb. Oh my God, we killed the enemy. Dankeschön. Obdachlosen umgesiedelt. 6 von 6. Kehren Sie zu Bürgermeisterin McDaniels zurück. Dann machen wir das gleich mal. Erstmal nehme ich noch mit, was die hier so haben. No, no, no. No, no, no. Nee, ich will hier in die Tasche. Danke. Na komm, Stan. Timer ist mal abgelaufen, aber das machen wir noch. Zur Bürgermeisterin. Nee, 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 nee. Aber wo wir auch noch kurz hin können, das mache ich eben auch noch schnell, nachdem wir bei der Bürgermeisterin waren. Erstmal zur Bürgermeisterin. Nehmen wir kurz die Timmy-Flagge. Bürgermeisterin ist da. Kommen wir am schnellsten hin, nehmen wir hier. Timmy! Tama! So, dann hier nach links. Dupdi-dupdi-du. Oben rum. So. Und dann nach rechts. Und schon sind wir da. Da ist er, oder? Now that you have found Jesus, he will always be with you. Ach ja, fällt mir gerade ein. Wir können uns ja noch die ganzen Beschwörungszauber noch holen. Ist ja ein neuer Tag. Müssen wir noch Mr. Hanky holen, Jesus und wen haben wir noch bei uns? Mr. Kim, genau. Aber erstmal hier. Hi. Thanks, kid. Your work helping with the homeless of South Park will never be forgotten. Here's your cash. Whoa, dude. Dankeschön. Haben wir jetzt eigentlich andere Begleiter? Nee. Also Kyle und Cartman können wir immer noch nicht. Aber die sind hier schon so fragezeichenmäßig. Ich denke, die kriegen wir dann bald. Kriegen wir bald. So, aber bevor ich den Part beende, möchte ich nämlich noch eine Sache machen, nicht, dass ich das nächste Mal vergesse. Es gibt ja vieles, was ich nicht vergessen werde, aber das könnte ich vergessen. You're kinda creeping me out, dude. Das war übrigens nicht mein Ziel. Ich wollte nochmal zur Farm, nämlich kurz. Weil ich weiß, auf der Farm... Oh, Nazi-Zombies. Ja, mach dir mal. Neue Nachricht von Major McDaniels. Hast du eigentlich noch Zeug für uns? I'll give you a good price. Nee, okay. Nehmen gerade eine neue Nachricht gekriegt, schauen wir mal. Zwei neue Freunde, Probeabstimmung. Was hältst du als Wähler von der Idee, den Stadtrat aufzulösen? Nö, Schall. Finde ich doof. Dann sind sie ja die Alleinautorität. Das wäre ja kacke. Das lassen wir sein. Ich will nämlich kompetente Autoritätspersonen hier in South Park haben, wie zum Beispiel mich und Eric. So, eine Scheune rein. Der ist immer noch nicht weggeputzt. Na egal. So. Hier. Nee, so. So, mal ein bisschen schnüffeln hier. Kann ich nämlich hier drunter durch und kann mal an meine Kiste. Eine Armbrust. Also 20% mehr Bogenschaden. Nice, nehme ich. Home. Inventar. Ist das... Ändern? Das ist doch bestimmt für hier, oder? Armbrust nehme ich. Moin, 20% mehr Schaden. Juhu. Gut, und dann würde ich sagen... machen wir noch weiter. Ja, ja. Ich zieh's heute. Ich hol mir noch schnell die Beschwörungszauber. Neue Nachricht von Bill. Wer ist Bill? Wer ist Bill? Du bist schwul. Fossi gefällt das. Nie netten, gell? Das sind Dreisten. Mal hier runter. Können wir uns nochmal eben Mr. Sklave besorgen. An den haben wir, glaube ich, sogar noch, ne? Den habe ich auch... Oh, in die Garage können wir rein. An den Mr. Sklave hatte ich mir, glaube ich, aufgehoben. Was ist denn hier drin? Dracula-Perücke, Ghoul... Was ist das? Entzieht blutenden Zielen 100 TP. Grabregel. Da kommen wir nicht rein. Burp. So, Mr. Sklave, mit dem rede ich jetzt nochmal. Und dann haben wir mal Schluss. Ich mache jetzt hier nicht noch mehr. Wir machen beim nächsten Mal, ja, auch Zeit hier, ne? Komm, Mr. Sklave, ich bin klein, ich passe in deinen Arsch. Come back tomorrow, sweetie. I'm all booked up today. Nein! Die wiederholen ihre Ansagen, wenn ich den Fernseher außen wieder anmache. Extra für mich. Das ist Technik, sage ich euch. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei South Park Stick of Truth. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tü-tü-tü.